Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zu den täglich neuen Handelsideen hier gemeinsam mit Hikmil heute am Dienstag. Der andere Tag mit dem Dienstag, den 20.08.2019. Wir wollen uns wie gewohnt einen Blick auf die Märkte gönnen, auf die Markteröffnung gönnen. Und ich schaue jetzt mal ganz kurz. Wird denn alles so übertragen, wie es übertragen werden sollte? Aktuell sieht das Bild, zumindest hier bei Facebook, etwas dunkel aus. So, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Also hier läuft alles. Im Backend läuft auch alles. Man kann mich auch im Backend erkennen. Interessant. Ist das bei mir lokal oder kann man mich eventuell grundsätzlich nicht sehen? Ist der Bildschirm schwarz? Das wäre jetzt mal eine ganz, ganz wichtige Information an der Stelle. Okay. Ja, der Öffnungsbericht, das ist richtig. Das ist meine Slide. Das ist auch eine andere Plattform. Das ist GoToWebinar hier, die Plattform. Muss ich mal kurz gucken. Ha, da bin ich. Jetzt kann man den Bildschirm sehen. Okay, perfekt. Dann werde ich mal ganz kurz im Hintergrund vielleicht ein bisschen aufräumen. Wenn wir durch den. Obwohl, wir müssen ein bisschen auffassen. Kurz warten. Ich werde einfach mal ein bisschen Ressourcen hier freigeben im Hintergrund. Vielleicht liegt das daran. Ja, wie gesagt, guten Morgen. Ich wünsche allen einen wunderschönen eben solchen. Und wir wollen, wie gewohnt, einen Blick zunächst auf den Risikohinweis werfen und dann auf die diversen Entwicklungen, die jetzt auch an dem gestrigen Tag wieder stattgefunden haben. Diverse Tweets, die über den Ticker gelaufen sind und in meinen Augen eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die wirklich in der Form gegeben ist, aber es ist offensichtlich, und das ist heute früh ganz zufällig gewesen, nicht so, dass ich der Einzige bin, dem diese Entwicklung aufgefallen ist. Und darauf wollen wir dann später mal eingehen. Diesen Artikel auch von MarketWatch dort aufgreifen, das war englischsprachig, aber nichtsdestotrotz geht es sehr in die Richtung, die ich dort hatte. So, zunächst der Risikohinweis. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen, das sei nicht für jeden Anleger geeignet. Tickmill bietet keine Finanzberatung an und die folgenden Inhalte stellen auch keine Aufforderung zum Handeln dar. Sie dienen ausschließlich der Veranschaulichung und Weiterbildung, sind also keinerlei Anlageberatung oder sonst dergleichen. Und wir wollen hier an dieser Stelle es bei den ersten zwei, drei Sätzen eben dieses Risikohinweis belassen. Den kompletten findet ihr auf der Webseite von Tickmill. Wie gewohnt wollen wir einen Blick auch hier auf den heutigen Wirtschaftsdatenkalender werfen. So, der sieht auch heute verhältnismäßig dünn aus. Wir haben heute früh die RBA Minutes gehabt, also das heißt das Sitzungsprotokoll der Notenbank aus Australien. In Summe sieht es jetzt nicht danach aus, als wenn es hier zu einem großen Ausverkauf oder sonst dergleichen im Australdollar gekommen ist. Ich hatte ja gesagt, dass was erwartet werden sollte, ist, dass eine geldpolitisch sich expansiv präsentierende RBA vielleicht dann für weitere Abschläge im Australdollar sorgt. Daran hat sich auch nichts geändert, aber nichtsdestotrotz hat das Sitzungsprotokoll nichts dergleichen irgendwie thematisiert, was in der Lage gewesen wäre, jetzt den Australdollar nochmal verstärkt unter Druck zu bringen. Sonst ist der heutige Wirtschaftsdatenkalender erneut sehr dünn. Wir haben heute Nachmittag hier, das ist allerdings dann für die, ich nenne sie jetzt mal Exoten-Trader unter uns, also für Neuseeland-Dollar-Trader ist das von Interesse. GDT, das D, da steht in diesem Zusammenhang für Dairy. Also das heißt, das ist die Milchpreisentwicklung. Der kann man auch zum Beispiel im Internet folgen tatsächlich. Also da gibt es dann immer entsprechend ein Print, eine Veröffentlichung, die dann eben aufzeigt, wo die Milchpreise aktuell taxiert werden. Neuseeland ist in dem Zusammenhang tatsächlich eine Weltmacht schon fast, ja. So muss man das sagen, hat in diesem Bereich viele Exporte, die nach China gehen ganz besonders, ist also nicht so stark abhängig von sogenannten Hard Commodities wie Australien, sondern eher dort im Soft Commodity Bereich unterwegs. Nichtsdestotrotz ist es so, das ist interessant, das hatte ich schon mal gesagt, bei den Milchpreisen, die haben eine verhältnismäßig starke positive Korrelation
Zur Inflation, zur neuseeländischen Inflation. Wobei natürlich aktuell das Umfeld wieder sich dahingehend bewegt, dass man hier eine Loslösung von der fundamentalen Basis zu sehen bekommt. Wir haben eine überraschende Zinssenkung der RBA vor 2 Wochen zu sehen bekommen, statt Zinssenkung, die um 0,25% erwartet wurde, hat man hier gleich eine Zinssenkung von 50 Basispunkten auf den Weg gebracht. Und diese Zinssenkung, die hat eben den Markt aufgeschreckt, hat nochmal für einiges an Volatilität gesorgt, auch sicherlich durch das Zusammenspiel hier zwischen Neuseeland und Australien, also Ozeanien, und dass diese Zinssenkung den Weg im Grunde genommen dann pflastert auch für weitere geldpolitisch zu erwartende Schritte, ganz besonders eben seitens der RBA. Und so kommt dann auch diese Brücke, die wir hier schlagen können, zum Sitzungsprotokoll, welches heute veröffentlicht worden ist. Es werden auch mittlerweile seitens australischer Medien, auch Notenbanker, die sich dahingehend äußern, eventuell sogar aggressive Schritte wie Quantitative Easing thematisiert. Also das heißt, der Aufkauf von Staatsanleihen, um eben die Zinsniveaus weiter zu drücken, sollten eben die Zinssenkungen nicht die erhofften positiven Effekte auf die australische Wirtschaft haben. Das Spannende in dem Zusammenhang mit Sicherheit ist die Tatsache, dass sich das alles nach sehr dramatischen Schritten für einen eigentlich aktuell sich weiterhin, zumindest auf den ersten Blick, wenn man sich diverse Wirtschaftsindikationen anschaut, ein relativ solides Umfeld eben trifft. Also auch die Zinssenkung der RBNZ, der neuseeländischen Notenbank, die war jetzt nicht wirklich notwendig, gefühlt jedenfalls, wenn man sich die Inflation anschaut oder wenn man sich die Lohnentwicklung anschaut. Tatsächlich auch der Häusermarkt in Neuseeland, das ist alles verhältnismäßig solide, also zumindest im Vergleich zu Australien, wo die Situation sich schon deutlich eingetrübt hat, wo man schon bereits 2 Zinssenkungen im Mai und Juni auf den Weg gebracht hat. Verzeihung, Mai und Juni? Ich glaube ja. Ich glaube, Mai und Juni waren die Zinssenkungen und dann im Juli hat man stillgehalten mit der Zinsschraube. Okay, und auf jeden Fall, wie gesagt, sind das schon sehr, sehr dramatische Schritte, die eben darauf hindeuten, dass diverse Notenbanker rund um den Globus eine bedrohliche Tendenz auszumachen scheinen. Also der Handelskonflikt mit Donald Trump, Querstrich den USA und China, der droht jederzeit wieder komplett aufzubrechen, zu eskalieren, hat dazu beigetragen, dass es zu enormen Verwerfungen eben gekommen ist, und besonders die neuseeländische Notenbank in dem Zusammenhang wieder genannt. Der ein oder andere wird jetzt denken, ja gut, Neuseeland, wollen wir nicht mal auf den Kern Europas zu sprechen kommen, vielleicht auf die Ankündigung der Bundesregierung oder die Gerüchte, so muss man es nennen, die Gerüchte der Bundesregierung, vielleicht die schwarze Null zu kippen, da kommen wir gleich drauf. Die neuseeländische Notenbank ist nämlich bekannt dafür, sehr gut die Zinskurve, sagen wir mal, zu antizipieren, vorwegzunehmen. Das hat sie in der Vergangenheit schon häufig bewiesen. Und sie hat auch, ausgehend von der Größe, jetzt im Neuseeland, jetzt, wir reden nicht von einer riesen Volkswirtschaft, ja, sie ist verhältnismäßig klein, wenn man das jetzt mal zum Beispiel zu Deutschland in Relation setzt oder gar zu China, ja, zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt oder den USA, der größten Volkswirtschaft. Aber dadurch erwächst natürlich auch eine gewisse Flexibilität. Also übertragen könnte man das so sehen wie institutionelle Trader und Privatanleger, wie wir es sind. Wir haben einfach ausgehend von dem kleinen Volumen, welches wir am Markt bewegen, die Möglichkeit, uns zu winden und zu bewegen wie ein Aal, und sind nicht wirklich greifbar eigentlich. Und deswegen interessiert sich auch keiner wirklich für uns. Jetzt ist es mit der neuseeländischen Notenbank, vielleicht hinkt das Beispiel ein bisschen, für die interessiert man sich schon. Aber der Vergleich passt dahingehend, dass sie halt sehr flexibel ist und demnach auch sehr antizipatorisch agieren kann. Und dieser überraschend tiefe Zinsschritt, der da auf den Weg gebracht worden ist, noch vor 2 Wochen, der ist auf jeden Fall ein Wink mit dem Zaunpfahl. Und wie gesagt, in Kombination, wir switchen jetzt mal kurz zu den Märkten rüber, in Kombination auch mit der Entwicklung rund um den DAX zum Beispiel, blicken wir mal kurz hier auf die 5-Minuten-Ebene und ich greife da mal kurz eine Tendenz von gestern auf. So, ziehe das mal hier rüber. Also wir sind gestern ja verhältnismäßig stark in den Tag gestartet, drifteten über, ich gehe mal kurz noch auf die Stunde rauf, da kann man es noch ein bisschen besser sehen, liefen ja über hier diesen Widerstandsbereich um 11.550 Punkte und haben dann noch einmal zügig Momentum aufgenommen, kleine Rücksetzer gesehen und nochmal eben dann die 11.700er Marke ins Visier genommen und auch oberhalb dieser Marke geschlossen. Und einer der Gründe für diese dann hier stärkere, für diesen stärkeren Kursanstieg, der dann da stattgefunden hat, der fand sich in einer Meldung, die über den Ticker lief, und zwar war das, einen Moment, Klick, da kommen wir gleich drauf. Wirklich? Haben Sie die Seite zugemacht? Ich hoffe doch nicht.
Nee, okay, perfekt. Also da müssen wir gleich drauf eingehen. Ich habe nämlich hier einen deutschen Artikel dazu. Ich dachte, die haben jetzt die Seite zugemacht. Das ist schon ein bisschen älter. September 2018. Aber bevor wir auf den zu sprechen kommen, ganz kurz der Blick auf meinen Twitter-Feed. Ich hatte das gestern geretweetet gehabt. Und zwar hier die Meldung: Germany preparing stimulus measures as contingency for crisis. Anders formuliert, es machen mehr und mehr die Gerüchte die Runde, wonach die deutsche Bundesregierung eben einen fiskalpolitischen Stimulus auf den Weg bringen könnte. Das ist nichts Neues. Also diese Meldung, die gestern hier gelaufen ist, die wurde von Bloomberg gestreut. Schon in der letzten Woche haben wir diesbezüglich etwas vom Spiegel gelesen und auch in der Woche davor schon bereits. Und was interessant ist, ist bis jetzt noch nicht wirklich bestätigt worden. Aber was ich halt unglaublich interessant finde, ist die Art und Weise und auch die Geschwindigkeit, mit der das hintereinander weggestreut wird, dieses Gerücht, welches sich aber hartnäckig hält, was auch nachvollziehbar ist, ehrlich gesagt. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass das früher oder später bestätigt wird. Was aber viel interessanter ist, und das ist das Gerücht, wenn man das so spricht, Gerücht streuen, wie könnte man das interpretieren? Man hat so ein bisschen das Gefühl, und das ist auch im Zusammenhang mit den Notenbankentscheidungen ja in der Vergangenheit schon häufiger gewesen, ungenannte Quellen, die plötzlich irgendwelche Eventualitäten, die dann auf der anstehenden Notenbanksitzung am darauffolgenden Tag oder 2 Tage später kommuniziert werden, die dann eben über Kanäle, die von vielen Tradern rund um den Globus betrachtet werden, Bloomberg, Reuters und dergleichen, kolportiert worden sind. Das ist in Bezug auf EZB-Leitzinsentscheidung, geldpolitische Lockerung zum Beispiel in der Vergangenheit häufiger mal vorgekommen. Wieso sollte man so etwas machen? Ich glaube, dass das gezielte Versuche sind, um die Stimmung am Markt zu testen. Und jetzt muss man das Ganze so ein bisschen globaler aufziehen. Und zwar, was mir aufgefallen ist, ist auch jetzt schon letzte Woche, wir haben zwar kurzzeitig scharfen Spike in Zinsen zum Beispiel gesehen, also deutsche Bundespapieren, dann in 10-jährigen Bundzinsen, so nenne ich sie jetzt mal, oder beispielsweise auch im Euro haben wir einen kurzen Spike gesehen, auch der DAX hat kurzzeitig eine bullische Bewegung gesehen, was nachvollziehbar ist. Warum ist das nachvollziehbar? Nun, wenn der Staat plant, die Staatsausgaben hochzufahren, dann ist das zumindest mal kurzfristig positiv für den jeweiligen Markt. Was das langfristig an Nachhaltigkeit bringt und dergleichen, das sei jetzt mal komplett außen vor. Was den Markt im ersten Moment interessiert, ist, dass wir ein Umfeld haben, in dem einerseits in Aussicht steht, dass eine Notenbank, zum Beispiel die EZB oder auch die Fed beispielsweise, dass die geldpolitisch expansiv auf den Plan tritt. Also ganz besonders die EZB eventuell sogar zu einem Relaunch kommt des QE-Programms, also sprich, dass sie die wieder aufnimmt, die Anleiheaufkäufe, dass sie Zeit gleich sogar plant, den Leitzins in negative Territorium zu bewegen und dass dann parallel dazu fiskalpolitischer Stimulus dahingehend auf den Weg gebracht wird, dass zum Beispiel Steuersenkungen diskutiert werden oder dass Investitionen in großem Ausmaß geplant sind, einfach um eine sich in eine Rezession verabschiedende, in Anführungsstrichen, Volkswirtschaft eben zu stabilisieren und eben hier ein solides weiteres Wirtschaftswachstum einfach beizubehalten. Also beide Measures, also oder beide Maßnahmen sind gemeinhin Kriseninstrumente, so würde ich sie mal bezeichnen. So etwas ist in einem Umfeld, welches sich solide entwickelt und wo wir ein gesundes Wirtschaftswachstum haben, welches an einer anziehenden Inflation resultiert, in steigenden Löhnen resultiert, der Konsum entsprechend, eine höhere Konsumneigung besteht und dergleichen. Das ist in solchen Umfelden nicht nötig. Also das sind in meiner Welt sind das manipulative Maßnahmen, die seitens einer Regierung oder auch seitens einer Notenbank genutzt werden, um eine wirklich krankende Wirtschaft, um anämisches Kreditwachstum, zum Beispiel die Nachfrage aus dem privaten Sektor nach Krediten und dergleichen, einfach anzukurbeln. Die geldpolitischen Stimuli der jüngeren Vergangenheit haben nicht funktioniert, das muss man auch ganz klar festhalten. QE ist gnadenlos gescheitert, es hat keinerlei anziehende Inflation gegeben, beziehungsweise wenn das überhaupt das erste Ziel war, das muss man ja auch so sagen, war es überhaupt das Ziel, Inflation auf den Weg zu bringen oder war es nicht eher der Erhalt des Systems, in dem wir uns bewegen, um eben dann über billiges Geld dennoch irgendwie zumindest eine Suggestion von Wirtschaftswachstum das zu suggerieren, also etwas vorhanden ist. Und nun ist es eben tatsächlich so, wir bekommen von allen Seiten kommuniziert, wie großartig die Wirtschaft läuft. Jetzt nicht unbedingt aus Europa, das muss man ganz klar sagen. Das haben die jüngsten Notenbanksitzungen seitens der EZB auch gezeigt, mit Sicherheit. Aber wenn wir das Ganze mal globaler aufziehen, wenn wir uns Donald Trump anschauen, er schreibt gestern: Our economy is very strong despite the horrendous lack of vision by Jay Powell and the Fed. Also unsere US-Wirtschaft ist trotz dieses unglaublichen Missens, oder nicht Missens, sondern
des Fehlens hier einer Vision von Jay Powell, dem Fed Chairman oder der Fed generell. Trotzdem kann die US-Wirtschaft unglaublich gut performen, but the Democrats are trying to will the economy to be bad for purposes of the 2020 election. Aber die US-Demokraten, das ist natürlich rein politisch motiviert, die haben offensichtlich ein tief sitzendes Bedürfnis, die Wirtschaft schlechter dastehen zu lassen, die US-Wirtschaft an der Stelle, als sie hier sich tatsächlich darstellt, einfach nur mit Ausblick auf die Wahl 2020. Very selfish, also sehr, sehr egoistisch an dieser Stelle. Our dollar is so strong that it is sadly hurting other parts of the world. Also unser Dollar, der ist so stark, dass er sogar bedauernswerterweise andere Teile der Welt belastet. Also sehr populistisches Gedankengut, was da kommuniziert wird. Also anders will ich es gar nicht bezeichnen. Denn, wie gesagt, eine Invertierung der Zinsstrukturkurve oder auch zum Beispiel ein auf der Oberseite konsolidierender und eher nach unten sich orientierender Arbeitsmarkt und dergleichen Einzelhandelsumsätze, die jetzt in jüngster Zeit wieder ein bisschen angezogen sind, aber alles in allem auch nicht gerade signifikantes, starkes Wachstum irgendwie suggerieren. Also zumindest mal nicht abgleichend mit dem, was hier kommuniziert wird in der Art und Weise. Nichtsdestotrotz muss man natürlich festhalten, die US-Wirtschaft im Vergleich zu den globalen Counterparts auf jeden Fall stark. Ja, also nicht, dass man das missversteht. Ich persönlich sage nur, es ginge mit Sicherheit vor dem Hintergrund des geldpolitischen Stimulus besser. Ja, sagen wir es mal so. Also da wäre durchaus mehr Potenzial. Und jetzt kommt's. Ja, weil das alles so total stark ist, nimmt man hier die Forderung auf, greift man die Forderung auf seitens des US-Präsidenten, the Fed rate over a fairly short period of time should be reduced by at least 100 basis points. Also über einen, wenn auch kurzen Zeitraum, sollte man den Leitzins hier um 1% senken und nicht nur das, sondern man sollte auch noch ein bisschen Quantitative Easing auf den Weg bringen, den Zins noch ein bisschen weiter drücken, ja, manipulieren, einfach ein paar Anleihen aufkaufen, vielleicht dafür Sorge tragen, dass dann schlussendlich die 10-jährigen Zinsen unter das 1%-Level fallen und das anvisierte Ziel, welches ja schon einige Ökonomen, Volkswirte sehen, bis Ende 2020 irgendwo in den Bereich um vielleicht sogar 0% zu drücken, ähnlich wie zum Beispiel bei der EZB, das bereits ja der Fall ist, oder auch der japanischen Notenbank der Fall ist. Und wenn das passieren würde, dann wäre es um unsere Wirtschaft noch um ein Vielfaches besser bestellt und die Weltwirtschaft würde großartig und sehr vorteilhaft für jeden bestellt sein. So, das ist natürlich sehr, sehr interessant, diese Herangehensweise, denn der gleiche Präsident der USA, der damals noch kein Präsident war, hat damals sehr, sehr offen kommuniziert, dass zum Beispiel die Fed ja nur deswegen an ihrer lockeren Geldpolitik festhält, damit man Obama weiter im Amt hält. Ja? Also das war unter anderem, also im Kern so, die Aussage, die getroffen worden ist. Anders formuliert, Herr Trump, der bewegt sich offensichtlich wie ein Fähnchen im Wind. Was jetzt nicht wirklich neu ist, worum es mir viel mehr geht, ist, das ist, was ich jetzt beobachtet habe. Wir haben einen US-Präsidenten, der offensichtlich trotz einer sehr soliden US-Wirtschaft in globaler Relation auf eine unfassbar expansive Haltung seitens der Fed drängt. Nicht nur darauf drängt, dass die den Zins weiter massiv reduziert, sondern jetzt bringt er sogar Quantitative Easing ins Spiel. Das ist neu, das gab es vorher noch nicht. Ergänzend dazu haben wir entsprechende Gegenmaßnahmen. In Anführungsstrichen, jeder kämpft hier so ein bisschen selbstverständlich für sich selbst, aber auch das ein Umfeld, in dem wir einen fiskalpolitischen Stimulus sehen, ein Haushaltsdefizit, was die Bundesregierung fährt, die ja lange Zeit auf der schwarzen Null beharrt hat und sich damit auch präsentiert hat. Und auch viel Kritik hat anhören müssen übrigens, das wollen wir jetzt hier allerdings nicht aufgreifen. Also ein Umfeld, in dem alles bestens ist, sind solche Maßnahmen in meiner Welt nicht wirklich notwendig. Und das ist auch genau das, was ich dann beobachtet habe, was ich die letzten Tage schon beobachtet habe und was gestern meiner Meinung nach sehr, sehr klar geworden ist. Es hätte Zeiten gegeben, da hätte die Inaussichtstellung eines solchen fiskalpolitischen Stimulus und auch einer US-Notenbank, die sich entsprechend expansiv präsentieren soll, auf Hinwirken des US-Präsidenten, auch wenn die Fed unabhängig ist, hat dennoch natürlich eine Person wie der US-Präsident dort sicherlich Möglichkeiten darauf hinzuwirken, dass er das bekommt, was er möchte. Das beweist Donald Trump auch auf andere, wenn auch jetzt nicht ganz so diplomatische Wege, aber Fakt ist auf jeden Fall einmal,
Das Logische wäre infolgedessen eigentlich eine Kursexplosion gewesen. Man hätte erwartet, dass die Equity-Märkte durch die Decke schießen. Dass man, also gestern der Tag, der wäre gut gewesen, mit den Headlines im richtigen Umfeld, mit dem richtigen Optimismus, also in dem richtigen, mit dem richtigen Bias, oder nicht mal, richtig in Anführungsstrichen zu setzen, also dem entsprechenden, wie gesagt, Optimismus einfach, wäre sicherlich in der Lage gewesen, 5-6% zu performen. Also das ist normalerweise realistisch. Das passiert aber nicht, ganz im Gegenteil. Also wir haben Aufschläge gesehen, ja, aber wir haben diese Aufschläge ja schon bereits zum Beginn gesehen, bevor diese Kommunikation stattgefunden hat. Was schließe ich daraus? Daraus schließe ich, dass sich eine unglaublich pessimistische Haltung beginnt im Markt zu etablieren. Eine, die so pessimistisch ist, dass noch nicht einmal mehr solche Politiker vom Kaliber Donald Trump mit ihren, wenn auch populistischen, aber dennoch sehr expansiv orientierten und die Fed zu einer ultralockeren Geldpolitik anheizenden Kommentare oder beispielsweise die Aussichtstellung einer, ich sage es jetzt mal, ohne dass man es bitte falsch versteht, einer grundsätzlich solide haushaltenden Bundesregierung. Und Deutschland ist in dem Zusammenhang, da sind wir uns sicherlich einig, ja sehr konservativ einzuschätzen. Wenn hier sogar defizitäre Spekulationen die Runde machen, die jetzt noch nicht bestätigt worden sind, aber zumindest mal ein Thema werden, dann muss man schon sagen, dann liegt etwas im Argen. Das sind nochmal Maßnahmen, die du ergreifst, wenn die Wirtschaft kurz vielleicht vor dem Kollaps steht, wenn das System droht, in sich zusammenzustürzen vielleicht. Also das ist vielleicht auch jetzt etwas übertrieben, diese Sorgen, diese Ängste zu formulieren, aber ich glaube, mit etwas kritischem Nachdenken wird man nicht unbedingt ein rosarotes zukünftiges Bild malen für die oder zeichnen können für die globale Wirtschaft. Und genau das ist nämlich jetzt der Aspekt, wenn der Markt darauf nicht positiv reagiert, dann ist das ein unglaublich gefährliches Umfeld, in dem wir uns beginnen zu bewegen, wo wir besonders längerfristig meines Erachtens nach anfangen sollten, entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Das hat jetzt nicht unbedingt etwas mit dem Handel des heutigen Tages zu tun. Ne? Also ich gehe jetzt ein bisschen sehr global makroökonomisch, presche vielleicht voraus und das ist eher für die mittelfristig bis längerfristig orientierten Trader, aber ich würde auf jeden Fall anfangen, die Warnsignale nicht mehr zu ignorieren. Interessanterweise, bis gestern Nachmittag, als ich diesen Gedanken dann für mich formuliert habe und das auch verarbeitet habe, also das mache ich tatsächlich auf eine relativ klassische Art und Weise. Ich habe gestern von meiner Frau einfach den Auftrag bekommen, Schatz, hol bitte den Sohn aus dem Kindergarten ab. Das habe ich dann in den Nachmittag gemacht und statt eben mit hinzufahren zum Kindergarten, bin ich hingelaufen. Also ein paar Meter weit weg, also ich hatte mal eine halbe Stunde für mich, um das einfach ein bisschen sacken zu lassen. Bis dahin waren es aber nur Gedanken, die ich für mich selber formuliert hatte. Heute früh stolpere ich dann plötzlich über eine Headline, dass ich offensichtlich nicht alleine bin mit dieser Einschätzung. Da ist die Headline nämlich auf MarketWatch, die Webseite, wo ich normalerweise euch jetzt die Zinsen 10-jähriger US-Schuldtitel vorbereitet habe, steht, und deswegen habe ich den Artikel und nicht die 10-jährigen Zinsen aufgerufen, steht, Stocks could fall another 8%. Ich glaube, die können auch noch ein bisschen mehr fallen. Trump Put und Fed Put expire, says Morgan Stanley's Mike Wilson. Das ist ein Analyst von Morgan Stanley. Ich kenne ihn nicht, aber nichtsdestotrotz scheine ich nicht der Einzige zu sein, der hier genau das nur in anderer Form formuliert, identifiziert hat. Ich will mal ganz kurz aufgreifen. Was ist der Fed Put? Fangen wir mit dem Fed Put an, beziehungsweise ganz ursprünglich mit dem Greenspan Put und arbeiten uns dann mal zum Trump Put hervor. Ich habe das hier vorbereitet, da gibt es sogar einen Wikipedia-Artikel dazu, leider nur auf Englisch, aber lass das kurz zusammenfassen. The Greenspan Put refers to the monetary policy approach that Alan Greenspan, das war der Vorgänger von Ben Bernanke übrigens, also aktuell haben wir Jay Powell, davor war es Janet Yellen, davor war es Ben Bernanke und davor war es Alan Greenspan für eine lange, lange Zeit. The former chairman of the United States Fed hier and other Fed members exercised from late 1987 to 2000. Also, der Greenspan Put, das ist eine Geldpolitik, die im Grunde genommen sehr akkommodativ agiert. Also, akkommodativ bedeutet an der Stelle, und ich mache das jetzt mal wie folgt, ich nehme jetzt mal diesen Handelsblatt-Artikel und stelle den mal hier in die Chatbox. So, einen Augenblick. Da kann man sich diesen Artikel mal durchlesen. Ich glaube, der ist sehr, sehr interessant und der arbeitet das auch sehr, sehr gut schon auf. Da steht es nämlich, ja, er wurde nach Greenspan benannt, einem ehemaligen Fed-Chef, und der Begriff beschreibt den Verdacht bis dahin, dass die Fed immer wieder gezielt auf schwache Phasen am Aktienmarkt reagiert und damit die Kurse stützt. Das ist so die Grundidee dahinter gewesen. Mittlerweile gibt es dazu, und das fängt dieser Artikel eben sogar ein, eine Studie, die diese Vermutung bestätigt, also dass das tatsächlich so ist. So, jetzt hatten wir genau das
letztes Jahr als Grundlage gesehen, warum es dann plötzlich zu Turbulenzen kam, in den Jahresschluss hinein. Die Turbulenzen im Oktober, von Oktober bis Dezember, diese starke Volatilität in dem damaligen Umfeld, die war nämlich geschuldet, ganz besonders dem Umstand, dass die Sorge aufkeimte, die Fed hat ihren Put weggenommen. Es gibt diesen Fed-Put oder den Greenspan-Put, also ein bisschen globaler spricht man dann vom Fed-Put, den gibt es eben tatsächlich nicht mehr. Warum ist dem der Fall? Nun, weil die Fed, die durch ihr Quantitative Easing seit der Finanzkrise 2008, 2009 kontinuierlich Liquidität in den Markt gegeben hat, QE aufgelegt hat, Zinsen niedrig gehalten hat und dergleichen, weil die plötzlich von Dingen sprach, wie nicht nur ein länger anhaltender Zinsanhebungszyklus, dass man sagte, man bewegt sich weit unter dem angestrebten Normal, also das Normal, welches bestimmt oder welches dann das Zinsniveau ausgehend von einkommenden Daten bestimmt, sondern man sagte zum Beispiel auch, dass die Reduktion der aufgeblähten Fed-Bilanz auf Autopilot liefe. Also sprich, dass man die aufgekauften Anleihen kontinuierlich dann beginnt, eben wieder in den Markt zu geben und dass man eben versucht, auf diese Art und Weise diese aufgeblähte Fed-Bilanz zu reduzieren, was auch treibenden Charakter für den Zins eben tatsächlich hatte. Und die infolgedessen aufkeimende Sorge war, dass eben jetzt die Fed offensichtlich nicht mehr bereitsteht und tief in den Markt interveniert, sollte es mal zu Turbulenzen kommen. Dann gab es natürlich diese 180-Grad-Wendung, das war zu Beginn des Jahres, infolge derer Fed-Chairman Powell plötzlich aus den für 2019 dieses Jahr in Aussicht gestellten 3, vielleicht sogar 4 Zinsanhebungen, also dem weiter voranschreitenden Zinsanhebungszyklus, um eben das Leitzinsniveau in diesen Bereich des sogenannten Normals zu bringen, dass das plötzlich nicht nur revidiert wurde, sondern dass man infolgedessen sogar jetzt Zinssenkungen thematisiert hat. Mittlerweile sind wir bei 4 Zinssenkungen sogar. Und ergänzend dazu, wie gesagt, sich sogar hinter vorgehaltener Hand so ein bisschen auch die Sorge manifestiert oder die Hoffnung, dass eben eine Wiederauflage des QE-Programms durch auch austrocknende Liquidität, zum Beispiel am Geldmarkt, am Kreditmarkt und dergleichen, wo es auch diverse Ausarbeitungen gibt, dass die sich eben bereits beginnt zu installieren. So, der Fed-Put, der funktioniert aber nur bedingt. Und das sagte ich schon zu Beginn des Jahres. Ergänzend dazu, wenn wir das jetzt sehen, auch der Trump-Put, den man jetzt parallel dazu installiert hat, das ist dann so Kommentare, wie Trump sie gestern auf den Weg gebracht hat. Na, Tweets, die in irgendeiner Form auf eine expansive Notenbank hinwirken, die Fed, oder eine in Aussicht stehende Lösung im Handelskonflikt mit den Chinesen zum Beispiel. Alles irgendwie mit dem Ziel, den Aktienmarkt zu stabilisieren und im Bereich seiner Hochs zurück zu pushen, im Bereich neuer Allzeithochs zu treiben. So, das Interessante dabei ist, ich sagte es schon zu Beginn des Jahres, das ist ein ganz gefährliche Entwicklung. Und ich glaube, wir haben den Knacks jetzt zu sehen bekommen. Es hat nicht lange gedauert. Ich sagte schon zu Beginn des Jahres, das Problem dabei ist, dass wenn es dann mal wirklich wieder turbulent wird und sich Sorgen beginnen zu manifestieren, dann hat plötzlich die Fed und auch Herr Trump haben keine Möglichkeit mehr in irgendeiner Form stützend in den Markt rhetorisch zu intervenieren. Egal was die sagen, es wird per se ignoriert oder ist nur noch in der Lage, kleine positive Effekte auf den Weg zu bringen. Aber den übergeordneten skeptischen Bias, der sich dann etabliert hat, sind sie nicht mehr in der Lage, eben umzukehren. Und das ist das, was diese Headline nur in anderer Art und Weise einfängt. Sie sagt im Endeffekt, der Trump-Put und auch der Fed-Put expire, also sie laufen aus. Und genau das ist das, was ich jetzt anfange auszumachen in diesen ausbleibenden positiven Impulsen für den Aktienmarkt, infolge dieser, wie gesagt, zum Beispiel Kommentare von Trump, einer in Aussichtstellung geldpolitischer Lockerung seitens der Fed oder eben auch, wenn eine Bundesregierung eben dann gerüchteweise vielleicht es selber streuen lässt, vielleicht andere es streuen, ich weiß es nicht. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass das nicht in der Lage ist, diese Kursexplosion in Anführungsstrichen auf den Weg zu bringen, die man eigentlich erwartet. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind also in einem höchst fragilen Marktumfeld aktuell gelandet. Und während das jetzt nicht heißt, dass wir Intraday sofort den großen Kollaps zu sehen bekommen, gilt es auf jeden Fall, extrem vorsichtig zu sein, meines Erachtens nach. Und es kann jederzeit, denke ich, zu einer nochmal schärferen, starken Abwärtsbewegung kommen. Jetzt nach all diesem Armageddon-Szenieren oder Szenario kreieren, allerdings das Positive, solange wir aktuell uns hier oberhalb von 11.550 Punkten halten können, das ist diese gestrichelte Linie, ist das Bild im DAX alles in allem eigentlich positiv. Und auch mit Aussicht jetzt auf Ende der Woche Jackson Hole, das sagte ich gestern ja auch schon, es wäre nicht überraschend, wenn man dort vielleicht wieder eine Wegbereitung eines geldpolitischen Stimulus zu sehen bekommt seitens der Fed. Fed-Chairman Powell spricht dort am Freitag. Q1
QE2 ist dort in 2010 verkündet worden im August. Also es besteht durchaus, oder auf der Weg wurde bereitet, so möchte ich sagen. Es bestehen also durchaus Möglichkeiten, dass es hier eben zu einer noch weiteren kurzzeitig aufwärts gerichteten Bewegung eben kommt, die als erstes Ziel im DAX den Bereich um 11.850 Punkte eben findet. Nichtsdestotrotz bleibt es dabei, dass eben ausgehend von dieser verhaltenen Reaktion auf diese eigentlich sonst sehr positiven, für Aktien grundsätzlich positiven Aspekte, dass eben infolgedessen nicht damit gerechnet werden sollte, dass das eine nachhaltige Bewegung ist und große Skepsis angedacht bleibt und man sehr, sehr vorsichtig sein sollte. Interessanterweise sind wir jetzt aktuell gerade im Bereich der Kassaeröffnung schon auf der Short-Seite unterwegs. Also wir müssen jetzt noch 4 Minuten warten, nach meiner klassischen Herangehensweise, den Abschluss dieser Kerze eben hier abwarten. Und dann haben wir die Open Range, die sich ergibt aus diesen zwei hier horizontalen Linien. Das ist das Hoch und das Tief der Handelsspanne zwischen 8 bis 9.05 Uhr. Und dann würden wir in Relation zu dieser blaufarbenen Linie, diesem gleitenden Durchschnitt, Positionen eingehen. Und das hieße dann etwas anders. Handeln wir drunter, gehen wir Short Trades ein. Handeln wir drüber, sind wir auf der Long-Seite unterwegs. Derzeit traden wir ganz klar unterhalb. Und demnach sind zunächst auf jeden Fall, solange wir halt unterhalb dieser blaufarbenen Linie traden, sind Short-Engagements dann zu favorisieren. Aber nochmal, wir müssen erst abwarten, bis diese Kerze geschlossen hat. Also 9.05 Uhr wird die Order erst frühestens in den Markt eben tatsächlich gegeben. So, das ist also das Bild zum DAX. Short-Engagements sind zunächst zwar rein technisch zu favorisieren, aber in diesem Umfeld natürlich kann man durchaus davon sprechen, dass die antizyklisch sind. Potenziell anzuvisierende Ziele sollten wir hier dieses Zwischentief rausnehmen, welches wir gestern hier um 11.680 ausgebildet haben, sind weitere Abschläge denkbar, die uns bis in den Bereich um 11.630 führen. Aber nochmal, im derzeitigen Umfeld mit kurzzeitig positiv offensichtlich den Willen, den Markt zu stützen und eher auf der Oberseite performen zu lassen, sollten eigentlich eher Long-Engagements favorisiert werden. Das Ziel auf der Oberseite bleibt die 11.850. Oder anders formuliert, wenn ich den Markt short trade, weil das System es mir vorgibt, dann sollte ich diese Trades aggressiv managen und eben entsprechend dann den Stop aggressiv nachziehen, weil jederzeit scharfe Gegenbewegung durchaus einkalkuliert werden sollte. So, ja, soweit das Bild für den DAX. Blicken wir kurz vielleicht auch noch einmal auf den Euro-US-Dollar. Da hat sich allerdings noch nichts weiter getan, mit einzig vielleicht dem Unterschied, dass wir uns weiterhin im Bereich um 1,11 stabilisieren können. Das kurzzeitige Spikes, die wir in Zinsen durch eben diesen Aussichtstellung eines Haushaltsdefizites oder eines Fahrens eine defizitären Politik seitens der Bundesregierung, dass infolgedessen die Impulse ebenfalls relativ zügig dann wieder verpuffen. Wir haben in der jüngeren Vergangenheit, in den letzten Tagen schon häufiger gesehen, dass daraus erstmal positive Impulse im Bund-Future initiiert worden sind, also schärfere Pushes nach unten gebracht worden sind, also Korrekturbeginn gestern zum Beispiel, 15-Minuten-Chart, gucken wir uns das mal an. Da sehen wir es eben hier gestern. Das war dann der 16. Das war der Wochenschluss. Da sind wir schon ein bisschen stärker unter Druck geraten. Das war übrigens auch spiegelbegünstigt und diese Inaussichtstellung der schwarzen Null noch einmal forciert eben hier dann am gestrigen Tag durch die Headline bei Bloomberg. Aber wir sehen diese Impulse kurzer Zeit positive, also oder anziehende Zinsen, die werden relativ zügig wieder abverkauft. Das heißt also etwas anders formuliert, man geht nicht davon aus, dass das einen nachhaltigen Impuls nach sich zieht, der einen weniger expansiven geldpolitischen Stimulus seitens der EZB vonnöten macht, sondern man geht eher davon aus, dass das verpuffen wird, wie das gesamte QE-Programm der jüngeren Vergangenheit, was sich dann auch entsprechend hier widerspiegelt in der erneuten Abwärtsbewegung, die wir jetzt im Euro sehen. Anders formuliert, der Modus bleibt hier ganz klar auf der Short-Seite. Fokus auf der 1,10. Und ich wäre nicht überrascht, wenn wir bereits vor der EZB-Leitzinsentscheidung am 12. September uns bis in die Gefilde um 1,0750, 0,8 vielleicht sogar bewegen, also unter die 1,10er-Marke rutschen. Das sieht alles in allem, sieht das überhaupt gar nicht positiv aus, was der Euro uns hier produziert. Das ist eher, das sieht eher danach aus, als wenn es hier zu einer weiteren scharfen Abwärtswelle kommen sollte.
insgesamt mutet es auch so ein bisschen an, als wenn der Markt noch nichts dergleichen eingepreist hätte bezüglich einer sehr expansiven Haltung der EZB. Also durchaus etwas, was Berücksichtigung finden sollte und wo sich zeitnah sicherlich dann auch die ein oder andere interessante Handelsgelegenheit infolge anziehender Volatilität vielleicht sogar bietet. Auch wenn wir derzeit noch ein bisschen geduldig sein sollten und auch vor dem Hintergrund des dünnen Wirtschaftsdatenkalenders es nicht danach ausschaut, als wenn da die Impulse jetzt zeitnah eben tatsächlich geliefert werden. Und ja, final blicken wir dann nochmal kurz hier auf den Dollar-japanischen Yen, der weiterhin im Bereich um 106,80 ungefähr erstmal eine Widerstandsregion findet. Auch hier bleibe ich alles in allem bearish, also das heißt, ich sehe eher einen Lauf noch einmal in Richtung der 105er-Region in den kommenden Tagen, sehe den eher topisch gegen diese Region und selbst wenn wir es schaffen sollten, etwas tiefer hier und zurück über die 107 zu streben, heißt das meines Erachtens nicht, dass es realistisch ist, dass wir diesen Widerstandsbereich hier laufend um 109, ziemlich genau, ja, 108,70, 109, dass wir diese Region zurückerobern, sondern dass wir einfach nur ein bisschen tiefer in diesen Abwärtsimpuls hineintauchen, um dann von dort uns wieder aufzumachen in Richtung der 105er-Region. Das gleichzeitig bedeutet eben durch die positive Korrelation von Gold zum japanischen Yen oder negative Korrelation von Gold zu Dollar-Yen, dass ich eben auch weiterhin für Gold bullisch bleibe. Wir sehen auch diese Korrekturbewegung, die uns eigentlich hoffentlich gesagt, so aus chancenrisikoverhältnistechnischer Sicht bis in den Bereich um 1440, 1450 US-Dollar führt, die bleibt bis dato aus. Einer der Gründe, neben natürlich der Aussichtsstellung eines expansiven geldpolitischen Kurses seitens der Fed, der grundsätzlich positiv für Gold ist und auch ein demnach expansiv geldpolitischer Kurs der Fed, der niedrige Zinsen favorisiert, ist mit Sicherheit dann auch noch ergänzend zu erwähnen, das saisonal bullische Fenster, in dem wir uns bewegen. Wir erinnern uns dran, letzte Woche, 12.09. bzw. am 15.09. am Donnerstag nochmal auch ein weiteres saisonales bullisches Window oder Fenster thematisiert. Bis zum 5.09. haben wir klassisch in den letzten 21 Jahren, haben wir in 76% der Fälle und in 16 Jahren davon Aufschläge gesehen, durchschnittlich zwischen 25 bis 30 US-Dollar pro Feinunze. Und derzeit sieht es auch nicht danach aus, als wenn sich das ändert. Also die Long-Seite bleibt in Gold auf jeden Fall weiterhin ganz klar zu favorisieren. So, ja, und das wäre es meinerseits zunächst gewesen. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch Happy Trading. Passt auf eure Stops auf. Wir hören uns dann morgen wieder, 8.30 Uhr. Zu den täglich neuen Handelsideen gemeinsam mit Tickmill. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und bis dann. Habt euch wohl, macht's gut, bis dann.